Hallo Leute, ich bin Julia, er ist Marco, sie ist Marcel und zusammen sind Colosseum Sound Factory. Heute erklären wir, was ein Arrangement ist und wie es funktioniert. Das Wichtige bei einem Arrangement ist, den Song zu verbessern und ihn schön oder aufregend oder ziehend zu machen. Arrangement ist wie ein Kleid, das man zu einem Lied einzieht. Wie jede Kleid eine Person verbessern oder verschlechtern kann, so ist es auch für einen Song. Also können wir sagen, dass ein Arranger ein Schneider ist. Wichtig ist, dass die Benutzerinstrumente das Gesamtfrequenzspektrum abdecken und sich nicht anders stören. Der Arrangeur macht eine technische, aber auch eine künstlerische Arbeit. Und so gibt er dem Lied eine Marke. Manchmal ist es wichtig, die Löcher zwischen einem Satz und den anderen zu abdecken. Manchmal müssen sie eine Änderung markieren. Aber es ist auch wichtig, manchmal Pausen zu machen, Luft im Song zu lassen. Wir können sagen, das Arrangement macht mal das Geheimnis, der Erfolg eines Songs ist. Lass uns jetzt verschiedene Schritte sehen, durch die welche ein Arrangement gebaut wird. Sobald der Song fertig ist und seine Geschwindigkeit gefunden ist, wird eine Pilotspur aufgenommen. Zum Beispiel Gitarre und Stimme oder Piano und Stimme. Die als Struktur für den Rest des Arrangements dienen wird. Dann wird die rhythmische Basis üblich aus dem Bass und der Schlagzeug gebaut. An diesem Punkt fahren sie mit Gitarren und Keyboards fort. Um Harmonie zu schaffen, um melodisch oder Solo-Phrasen einzufügen. An diesem Punkt ist alles bereit. Und die Definitivstimme und die Chor aufzunehmen. Natürlich gibt es je nach musikalischem Genre Variationen in der Arrangementmethode. Zum Beispiel, eine Rockband arbeitet mit den verschiedenen Teilen zusammen. Bei Rap oder elektronischer Musik werden die meisten Sample- und Synthesized-Sound verwendet. Aber die Grundkonzepte sind die meisten gleich. Das ist alles für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte lass ein Like und abonniere auf den Kanal. Ciao. Bis nächstes Mal.